Auf der einen Seite ist es ja ein bisschen ein Kontrolleur, Kontrolleurin, die einfach mal schaut, naja, macht man sich überhaupt Gedanken im Unternehmen drum? Ja? Weil viele sehen das eben nur als reinen Geldfaktor, sprich, so wie ein Brandschutzbeauftragten oder andere Beauftragte, Sicherheitsvertrauensbeauftragte, was es da alles im Unternehmen gibt, ist es halt wieder irgendein Posten, den man besetzen muss. Ist es natürlich nett, weil Datenschutz ist wichtig. Das Wichtigste, was wir heute haben, abgesehen von uns selbst und unserer körperlichen, geistigen Gesundheit, sind unsere Daten. Und viele machen da eben Geld ja mit uns. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man nichts zu verbergen hat. Das ist nämlich immer der lustigste Satz, den ich immer höre. Ja, ich habe auch nichts zu verbergen. Ich bin ein ziemlich offenes Buch, aber nicht für irgendwen in Amerika oder China, der das ausnutzt, um irgendwas zu entwickeln, um mir mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Weil genau das ist es. Ja. Und das macht man mit jedem Einzelnen. Das ist dann nicht okay. Das heißt, auf der einen Seite ist es total viel auch Awareness schaffen. Dass man Leuten sagt, ja, es ist nicht nur ein lästiges Gesetz, das wir umsetzen müssen. Nein, es ist auch wichtig, auch für uns als Unternehmen. Weil auch unsere Unternehmensdaten zu schützen und unsere Daten hier zu schützen, ist wichtig. Weil wenn wir die alle gratis eben rausgeben, dann können wir auch nichts mehr damit machen. Und das ist, also es ist ganz viel Awareness. Das ist einmal der Hauptauftrag jedes Datenschutzbeauftragten, jeder Datenschutzbeauftragten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Umsetzung. Wir müssen diese Daten eben schützen. Es ist eben wichtig und hat einfach so wahnsinnige viele Implikationen, die viele einfach nicht bedenken. Wenn ich zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns einschule, dann ist immer auch eine Datenschutzthematik dabei. Und da sage ich, da gebe ich immer das Beispiel raus. Naja, wir haben jetzt nur Daten, also es ist nur Name, Adresse und E-Mail-Adresse, ist ja nichts. Was ist jetzt aber, wenn das zum Beispiel eine Kollegin von dir betrifft oder auch einen Kollegen, kann ja genauso gut sein, und er oder sie ist gefährdet. Also eigentlich ist diese Adresse gesperrt. Das haben wir uns aber nicht drum geschert, weil es war eh nur das. Und wir haben jetzt immer von den Frauen in den Nachrichten gehört, die umgebracht worden sind wegen häuslicher Gewalt. Habe ich nur die Adresse rausgegeben. Ist ja nur eine Adresse. So, Datenschutz kann für den oder die Betroffene so wahnsinnig wichtig sein. Und Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten jeden Tag mit Daten. Jeden Tag. Und wenn sie nicht wissen und wenn sie nicht daran mitdenken, wie wichtig das für die Person, die dahinter steht, sein kann, dann werden sie niemals diese Sorgfalt an den Tag legen. Und darum ist es so wichtig, eben diese Umsetzung dann, einerseits mit der Awareness. Ja, das ist wirklich wichtig zu koppeln. Und dann, wie kannst du das? Wie kannst du das sinnvoll machen? Und was ist das absolute auch Minimum? Ja, was ist das Minimum? Was ist das Maximum? Wo muss ich das einpendeln? Und das immer wieder abzudaten, das immer wieder zu zeigen, aufzuzeigen und immer auch wieder zu schulen. Das sind die Hauptaufgaben einer Datenschutzbeauftragten, eines Datenschutzbeauftragten.